Ich lese in dem Namen Jesus Christus. Ich will die Verse lesen, die Apostelgeschichte, Kapitel 8, 9, Vers 17. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt so bereitrieb und das samarische Volk in Erstaunen setzte, indem er vorgab, er wäre etwas Großes. Und sie achteten alle auf ihn, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die groß ist. Sie achteten aber darauf auf ihn, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in Erstaunen gesetzt hatte. Als sie aber den Predigten des Philippus glaubten von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi, wurden sie getauft, Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und wurde getauft und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und Machttaten sah, die geschahen, verwunderte er sich sehr. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes, welche, als sie hinabkamen, für sie beteten, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn es war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie, und sie empfingen den Heiligen Geist. Und ja, das hier zu beobachten war, derjenige, der Philippus harschen deuten, der wie auch ein Zauberer mit Namen Simon. Er selbst hat vorher durch seine erfolgreiche Zauberei heute viel Eindruck auf den Menschen in Samaria gekriegt. Er merkt sich das sehr wichtig, und einige Menschen wäre wirklich der in der Überzeugung, dass er die Kraft von Gott hat, den man dann die große Namen deut. Als eine viele Menschen Philippus glauben deut und getauft werden, dann bezeugt auch Simon, dass er ein Gläubiger wäre. Er ward getauft und ging auch mit Philippus damit, weil er ernte von ihm verbrachte Wunder sehr interessant wäre. In diesen Städten hier schien das uns zu wissen, dass Simon aber nicht wahr geboren wäre. Er betan dort, dass er glauben hat, aber dass wir nicht wirklich. Derjenige, wenn er da denken würden, dass die Taufe wie eine wahre Geburt, hier können wir aber sein, dass das nicht ist. Diese Städte erklären als schwierig. Simon, hei wir getauft worden, doch hei wir noch immer in seine Sünde beten. Man muss das hier beachten, dass Philippus das Evangelium vom Reich Gottes in den Namen Jesu Christi verkündigen deut. Das Reich Gottes ist der Bereich, wo an Gott seine Herrschaft unerkannt wird. Zu der Zeit ist die Technik abwesend, entsteht ein irdischer Dreck im wörtlichen Sinn, die oft über ein jährlicher, ansichtbarer Dreck. Im Leben von Ola, der am Trü sind, in der Zukunft wird die Technik ab diese ihr Dreck kommen, in den irdischen Dreck mit Jerusalem aus der Hauptstadt abrechnen. Und um in den Dreck nennen kommen, dann muss man wahr geboren werden, glauben an den Namen von Jesus Christus. Dort ist der Mädel von dieser wahre Geburt dort zu erleben. Und dort wie das Kuren von der Botschaft, von dem Evangelium, was Philippus predigen hat, dass die Menschen können sich bekehren und wahr geboren werden. Aus diesem Nachricht dort Samaria, der Wort Gottes angenommen hat, der Apostel dort hier in Jerusalem, dann schickte sie Petrus und Johannes eine Ernte, als die ankommen deuten, dann wären die Gläubige allein getauft auf den Namen von den Herrn Jesus, doch den Heiligen Geist hatten sie nicht, die Krähen. Ganz ob, und ab dem Grund von einer göttlichen Führung beten diese Apostel dann der Eva, dass sie diese Gläubigen an den Heiligen Geist kriegen möchten. Und leden ernte Hänge ab, und dort passiert Furz, dass sie diesen Heiligen Geist, diese Samariter, dann auch kriegen deuten. Und wie hier sehen dann ist, Philippus, er predigt das Evangelium, dass Menschen sollen zum Glauben kommen. Und hier wäre auch ein Mensch, man kann gar fair, dass er das wir und er wir über Wirklichkeit nicht. Und wie wäre seine in der Nächste, würde sie mit dem Mensch umgegangen haben. Was das hier uns wiesen hat, dass in dem Namen Jesu Christi ist die Vergebung der Sünden. Wenn wir wollen im Himmel kommen, dann meint das auch, dass wir uns mit dem Bekehren zu Jesus Christus, dass wir Jesus unsere Sünden bekennen, dass wir ihn annehmen als unseren persönlichen Heiland und dann auch für ihn leben dürfen. Und du wünsche ich uns Gottes Segen. Weil wir noch beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du für uns um Krieg zu sterben bist, damit wir gerne durch dich gerat wurden. Help uns auch, dass wir alle möchten das Evangelium annehmen, die persönlich annehmen, damit wir Kinder Gottes gerne sind. Schenke auch, dass wir die Kraft haben, dass wir wollen dort mitteilen und das Evangelium mitteilen, damit mehr Menschen gerat wurden. Wir danken dir dafür. Amen.
Gottes Segen für diesen Tag.